hasse die arrogante Haltung meines Schülers. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann. Du kleiner Perversling! Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Das heißt, dass ihr vielleicht von Lord Barras geschult werdet. Hm. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Jupp. Sie ist eine echte Nervensäge. Oh, scheiße. Ha. Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Hm. Sieh es als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Die Frage stelle ich, das stimmt. Das schreit nach noch einen Schockstoß. Ach komm, ich hab ein Herz für Frauen. Wir werden nicht so grob sein. Die Fragen stelle ich. Das ist meine Sache. Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun. Damit eines klar ist, ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Du wirst mir gehorchen. Mach keine Witze. Das sehe ich anders. Wette schocken. Oh nein. Macht keine Witze. Ich verspreche dir, ich brauche kein Hausmädchen. Gut. Meine Lage scheint sich tatsächlich etwas zu verbessern. Aber schlechter werden konnte sie ja auch nicht. Das ist ja ein ziemlicher Witzbold. Ziemliche, sorry. Ich zeige euch die Zugangspunkte im Grab und öffne dann die Geheimtür für euch. Wir haben jetzt eine... wir haben jetzt eine Verbündete. Fette. Die ist voll fett, Alter. Die könnten wir ein... Oh, die können wir sogar auch ausstatten, aber... Da gibt's nicht viel auszustatten. Du kannst ja gerne meine Rüstung haben. Nein, Spaß. Ich würde sogar sagen, diesmal werden wir... Ja, doch. Macht alles Sinn. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, mal einen Gefährten bei sich zu haben. Kann man gegen gefährlichere Gegnerhorden gewinnen. So, da. Boah, Leute, ihr wisst nicht, wie ich mich freue auf ein Lichtschwert. Ich habe dafür 3 Leute umbringen müssen und jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt kann mir niemand mehr... Oder besser gesagt, jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Außer eine Quest, aber... Von der lasse ich mich doch gerne aufhalten. Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Von mir aus... Oh, ihr seid attraktiv. Na komm, bisschen so Smalltalk. Einer schönen Frau höre ich immer gerne zu. Oh, ja. Ich danke euch. Ihr seid zu freundlich. Wirklich. Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen. Naja, so schlecht sieht sie nicht aus. Er ist dort drinnen gestorben. Was ist passiert? Ihr seid süß. Schwache Akolyten bringen es nicht weit. Ich glaube, wir reden am Thema vorbei. Und ihr macht euch Sorgen, dass ein gut aussehender Mann wie ich auch sterben könnte? Nein, ich meine nicht das. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine ja nur der Akolyt, der hineingegangen ist. Er war von der guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Klingt vernünftig. Sind alle Wachposten so dumm? Ja, Beine. Klingt vernünftig. Ja. Der Vater sollte erfahren, dass sein Sohn gefallen ist. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn, man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie.
Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Ich werde es versuchen. Ich erwarte eine Belohnung. Natürlich. Ich werde mich darum kümmern. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. So eine Süße sieht man zweimal im Leben. Oder vielleicht 10.000 Mal. Je nachdem. Ach du Kacke. Die letzte Prüfung. Oh, shit. Akolytenhandlanger. Was hast du gesagt? Das funktioniert immer? Klingt vernünftig. Rüstungsschilde dir. Ach so. Ganz wie ich es in Erinnerung hatte. Absolut unheimlich. Freut mich. Aber wir müssen hier durch. Entweder du kommst mit oder du stirbst. Du närrischer Akolyt. Niemand widersetzt sich mir. Ah, okay. Okay, jetzt muss ich zu ihr zurückkehren, aber erstmal die Quest. Was bist du denn für ein kleiner Macker? Wer ist da? Wer kommt und spielt mit Serum? Akolyt, Sif. Ganz genau. Du bist eine seltsame Kreatur. Was für eine Missgeburt. Was habe ich da vor mir? Serum. Kennt nicht seine Art, kennt nur seinen Ort. Alles klar. Senron lebte einst in der Akademie, weinst wie ihr. Senron näherte sich doch den Rest der Bestienpferdchen, bis der Aufseher ihn wegschickte zu verhungern. Oh. Du bist ein Nichts verglichen mit mir. Moment. Langsam. Du solltest wütend sein. Einer der Aufseher hat dich ausgesetzt. Du musst doch Rache wollen. Rache, ja, aber Hunger ist größer. Serum, klein und schwach, lebte er in der Dunkelheit und aß Sachen, die vor der Sith flüchteten und sich versteckten. Dann hat auch sehr Brutus Serum gefunden, hat Knochen und Fleisch für Serum gebraucht, hat Serum Stärke gemacht, viel besser als mit Futter aus Würmern und Ratten. Stärker, wie bist du hierher gelangt? Wie aber? Was meinst du mit stärker? Als Brutus Serum gefüttert hat, wurde Serum mächtiger, wurde schneller und stärker, jedes Mal etwas mehr, aber jetzt nicht mehr. Es gehört Senron, sein Spezialfutter zu bringen. Hat Senron gehindert, stärker zu werden und ihn weggeschickt. Senron hat sich hierher versteckt in den Höhen. Senron hat keinen Frieden. Monster tun ihm weh und Senron ist zu schwach, um sich zu wehren. Senron braucht Stärkung. Prirots Fleisch braucht Kraft. Warum sollte der Aufseher dir helfen? Ich könnte dir helfen. Zu schade. Na gut, wir helfen, wir helfen. Wir sind da, um zu helfen. Ich bin bereit zu helfen. Ja. Leck mich am Arsch, nimm. Wir können Priel finden, um ihn dazu bringen, Serum Spezialfutter zu bringen. Serum wäre dann stark genug, um zu jagen. Interessant, natürlich. Verschwinde, Missgeburt. Natürlich. Es steht ganz oben auf meiner Liste. Aufseher arbeitet im Bestienpferdchen. Er wird Reste für Serum haben. Findet ihn, dann wird Serum euch belohnen. Serum wird hier auf euch warten, auf euch und sein Futter. Klingt vernünftig. Heißt, ich muss dann wieder zu... nee, das wird mich von meinem Lichtschwert auch nicht aufhalten. So, deaktiviert, oder? Achso, lass Wette die versteckte Schalter aktivieren. Ah, alles klar. Hallo? Ja! Das ist einer der Bugs. Guckt euch die mal an. Habt ihr so ein hässliches Gesicht schon mal gesehen? Und wie siehst du aus? Naja, auch nicht gerade Brad Pitt würdig. Aber das sind kleinere Bugs, über die man eigentlich hinwegsehen kann. Ey, Schlappschwanz! Warum hängst du so ab? Oh, ein stärkerer Gegner. Nicht stark genug für mich! Pow!
Er ist in der Luft. In der Luft gestorben. Ih, du bist hässlich. Seine Augen sind verpixelt und sein Mund ist weit geöffnet. Was für ein Schuft. Mann, das ist irgendwie viel zu leicht. Fällt mir gerade auf. Ich warte eben kurz. Und schlag dir zu! Ja. Und tschüss. Aber ich werde jetzt hier eben kurz eine Aufnahmepause machen. Was trinken, was essen und dann geht's hier gleich weiter. Bis dahin, see ya, Leute. So, Leute, gestärkt geht's jetzt wieder weiter mit Star Wars The Old Republic. Oh, ne. Scheiße. Das geht ja mal klasse los. Aber ich glaube, unsere Fette kann da mal ein bisschen helfen. Oh, Kuriban-Auszeichnung. Ja. Leute, ihr wisst das. Ihr wisst, was jetzt ist. Jetzt haben wir 10 Stück. Wir können uns jetzt die Ausrüstung kaufen, aber... Das mache ich, wenn ich dann wieder zurückkomme. Endlich. Such den Geheimschalter, Fette. Danke, Fette. Wie komme ich jetzt durch? Achso, ich muss hier lang. So, 2 Schalter sind noch über. Ich will versuchen eigentlich Kampf... Ich sag gerade eben, ich will Feindkontakt aus dem Weg gehen. Und dann sowas. Ja. Dumme Akolyten. Ich sag schon Akolyten, Druiden. Mistvieh. Spür den stärksten Angriff meines. Ey, Fette, das war jetzt echt nicht nötig. Das hätte ich jetzt auch alleine geschafft. So, finde den Knopf lieber. Mach dich nützlich. Sehr gut. Einer noch. Da lang müssen wir nicht. Wir müssen hier lang. Keine Gegner? Das freut mich. So. Oh, hier sind schon tote Handlanger und so. Ach, der hat uns den Weg freigekämpft. Danke, mein Freund. Sehr aufmerksam. So, hier, geheimer Schalter. Los. Ach, hier ist der. Alles klar, Fette. So. An die müssen wir leider vorbei. Jetzt spür meinen stärksten Move. Oh, komm, Fette. Das war jetzt ehrlich nicht nötig. Schon das zweite Mal, dass du meinen coolen Move versaust. So, wir müssen hier rein.